Ja, grüß Gott, ihr Lieben. Heute gibt es ein Nachbarschaftsgespräch. Hier ist meine Nachbarin, die Carola Jabit-Kistl, bekannt als die Doktorin mit Herz. Und ja, wir wohnen hier zusammen in Playa del Carmen in Mexiko. Und ja, vor ein paar Wochen, da ist sie schon mal hier gewesen. Carola, warum bist du denn zu mir gekommen vor ein paar Wochen? Ja, es ist schon wieder ein paar Monate jetzt her, ne? Also da war es ja so, dass ich noch in Puerto Morelos gewohnt habe und jetzt bin ich halt in Playa del Carmen in derselben Anlage wie der Stefan und vor einigen Monaten ging es mir auch noch ziemlich schlecht, also mit meiner posttraumatischen Belastungsstörung und den Angststörungen und Schlafstörungen ganz massiv und dann hatte ich auch mein Bein gebrochen, was noch nicht richtig geheilt war und dann habe ich gesagt, okay Stefan, ich würde gerne mal so eine Sitzung bei dir machen mit den Steinen und dem Räuchern und dem Trommeln. Ja, Masadoram Healing hat mich schon immer interessiert und dann haben wir das halt mal gemacht vor ein paar Wochen und es hat mir sehr gut getan. Ja, also die Carola ist praktisch als Frack hier angekommen, das Bein zerstört und ja, die ganze Psyche Geschichte, zerstört. Also mit der Psyche hat es natürlich sehr viel gemacht, was jetzt alles passiert ist die letzten Jahre und ist auf jeden Fall für niemand, der da jetzt aktiv war, eine einfache Zeit gewesen. Auch wenn wir tolle Sachen erlebt haben, ist doch ja, teilweise fast alles verloren gegangen und diese ganzen emotionale Belastungen plus die ja, Signatur eigentlich von dem gebrochenen Bein, wo ein Standbein weggebrochen ist, das ist ja eigentlich der Fall auch bei dir, dass du deine Praxis jetzt nicht mehr betreiben kannst, gerade in Deutschland. Und das hat sich halt dann letztendlich auch geäußert darin, dass das ja auf Körperebene sich dann ausdrückt. Und mit dem Zustand kam die Carola hierher und damals war das so, du konntest eigentlich nicht mehr schlafen nachts, ist das richtig? Ja, also das ist ja ein Zustand, der im Prinzip seit 2020 so ein bisschen anhält, dass ich immer nur ein, zwei Stunden in der Nacht schlafen kann, dann erstmal wieder wach bin, wach liege, nachdenke oder auch mal noch recherchiere und dann irgendwann wieder in den Schlaf komme. Und ja, beim ersten Mal, als ich bei dir war und wir diese Sitzung gemacht haben und besonders nach diesem Masadoram Healing, nach dieser Trommelgeschichte, da ist es halt so gewesen, dass ich das erste Mal wieder mal 5, 6 Stunden am Stück durchgeschlafen habe und das fand ich sehr erholsam und da habe ich gedacht, okay, da können wir vielleicht anschließen, weil das wirklich so ganz, ganz tief quasi in jede einzelne Zelle meines Körpers eingedrungen ist und irgendwie auch was in mir bewirkt hat und ich denke mal, das ist eine gute Sache und wir könnten das heute wiederholen. Ja, wir werden das heute wiederholen und wenn du willst, auch in der nächsten Woche können wir das so als kleine Kur machen. Auf jeden Fall ist es so, dass mein Ziel eigentlich immer ist, dass in einer Sitzung der große Turnaround gemacht wird zur Selbstheilung. Das ist natürlich jetzt auch nicht immer so, dass es klappt, aber sehr häufig. Also ich gehe davon aus, dass es klappt und wir haben ja auch ganz schön was bewirkt, denke ich mal. Es ist vieles besser geworden für dich. So, du wirkst etwas gelassener, ausgeglichener und bei dem funktioniert auch wieder besser im Ganzen. Und ja, was jetzt genau dafür verantwortlich ist, ist auch schwer zu sagen, aber auf jeden Fall hat sich was bewegt bei dir. Und dann kann man wieder neue Impulse geben und wieder was bewegen. Das ist ja die Reise des Lebens auch, die dann immer weiter ja, Herausforderungen bringt. Und ja, was wäre denn jetzt heute dein Anliegen für die Sitzung? Ja, insgesamt noch mehr Ruhe und mehr Gelassenheit, weil ich bin ja doch immer sehr schnell innerlich emotional angegriffen und aufgewühlt und habe immer das Gefühl, ich mache nicht genug oder ich muss noch mehr machen, um irgendwie die Menschheit zu retten. Und ja, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr in mir selbst ruhen kann und was abgeben kann und sagen kann, das wird alles gut auf alle Fälle. Und das sind ja ganz, ganz viele andere Menschen noch da und viele lichtvolle Kräfte, die uns unterstützen. Und ja, dass ich das mit ja, mehr Ruhe und Gelassenheit sehen kann, damit ich meine Energie auch ein bisschen mehr einteilen kann. Das ist so mein Wunsch. Ja, also das geht ja viele so im Widerstand, die sich da in der Aufklärung und in der Rettung der Menschheit so fühlen. Dass man, also ich kenne das auch, das Gefühl, dass man meint, die ganze Welt liegt eigentlich einem auf der Schulter, man muss es alleine wuppen, aber eigentlich ist es gar nicht so, das ist vielleicht einfach auch nochmal so ein Blickwinkel, da haben wir auch davor schon gesprochen, dass man ja halt darauf vertrauen darf, dass die anderen Menschen auch was machen und dass auch die Spirits
die geistige Welt uns hilft und einfach die richtigen Menschen immer losschickt. Und ja, dass man eben auch mal entspannen darf, auch die Carola darf man entspannen, dir darf es auch mal gut gehen. Das ist auch wichtig, das zu verstehen und auch anzunehmen und sich zu erlauben. Und auch gerade für den ganzen Weg noch, der vor uns liegt, da müssen wir bei Kräfte bleiben, um das alles zu schaffen. Und ja, da muss es in allererster Linie auch dir gut gehen. Und das ist auch ein Wunsch, der ausgesprochen gehört, und das hast du jetzt hiermit auch gemacht. Und ja, wo man sich immer wieder neu bewusst machen darf. Und ich werde jetzt heute da helfen, wie beim letzten Mal auch. Wir suchen jetzt zusammen die passenden Steine raus. Da legen wir dann ein Medizinrad um die Trommel. Und dazu gibt es eine Räucherung. Das sind so verschiedene Ebenen, die dann wirken. Die Steine, die sind mehr so eine Grundbasis. Und die Pflanze, das geht ja sehr tief rein, diese Räucherungen. Der Geruchssinn ist ja mit alten Erinnerungen auch verknüpft. Und ja, es geht im Prinzip durch Mark und Bein das Ganze, auch mit dem Trommelklang. Und bringt dich ja, idealerweise auf eine Seelenreise und kann deine Anteile wieder integrieren, die vielleicht im Moment durch diese Gefühlslage ein bisschen abgespalten sind. Auf jeden Fall. Und ich bin da auch sehr, sehr offen dafür. Und ich weiß auch, was quasi Musik und Rhythmus in mir schon immer bewirkt hat. Und was auch im Prinzip Pflanzen oder Steine in mir bewirken, das weiß ich. Ich habe ja schon lange auch mich damit befasst und beschäftigt. Und ich finde das gut, dass du das so vervollkommnet hast. Und ich kann mich da sehr gut öffnen, glaube ich. Und kann das sehr gut genießen und aufnehmen. Und ich glaube schon, dass das eine ganze Menge mit mir macht. Sonst wäre ich ja nicht auf dich zugekommen und hätte gesagt, wir machen das unbedingt nochmal. Ne? Ja. Gut, also dann gehen wir jetzt dazu über, die richtigen Steine und die richtigen Pflanzen zu finden. So, genug gemischt oder meinst du, ich muss noch? Weißt du, ja. Da fällt schon eine raus. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal gucken wir mal. Ja. Mhm. Das passt. Nein, auf bereit. Annehmen, unterscheiden und vertrauen. Ja, ja, sehr gut. Mhm. Fühlst du, dass es der einzige Stein ist oder gibt es noch einen? Es gibt noch einen. Bin ich ziemlich sicher. Soll ich mir den jetzt einfach hier intuitiv... So wie du fühlst, du kannst einen fühle. Ziehen oder du kannst du da mischen, bis eine rausfällt. Mhm. Dieser hier. Schauen wir mal. Mhm. Kupfer, Spannung abfließen lassen und durchströmt werden. Ja, machen beide total viel Sinn. Also wir haben jetzt hier eine intuitive Art gewählt, also ihr kennt es vielleicht, dass es gibt ja Kartenleger aller Art und ihr kennt bestimmt auch das Konzept, dass man eine Karte zieht. In dem Fall hat es sehr gut gepasst. Ich prüfe das dann immer, ob das Sinn macht, aber es macht sehr viel Sinn, die beiden Steine. Das eine ist Kupfer, das andere Vanadinit auf Baryt. Und beide Steine machen zu dem Thema extrem viel Sinn. Ich bin ja immer so der Logiker, mich ärgert es fast manchmal, wenn ich dann das so mache, dass man intuitiv die Karte zieht, dass das dann so stimmig ist, weil ich möchte es eigentlich lieber logisch haben, aber die Logik, die folgt eigentlich dann hinterher auch und von daher ganz gut. Ja, so, das waren die Steine und als nächstes machen wir die Pflanzen. Hatten wir, ne? Wenn man so kleine Hände hat. Ja, also du stellst jetzt einfach wieder dieselbe Frage. Vorher hast du die Frage gestellt, was sind für mein Thema, mehr in die innere Ruhe zu kommen, jetzt die richtigen Heilsteine, in dem Fall die richtigen Räucherpflanzen. Ich glaube, jetzt fällt keiner raus. Ja, die magische Ausfallkarte, das ist meine Steinmäßekarte. Und ihr könnt einfach eine ziehen, ja. Leuchtet dich auch eine an, wenn du es hier durch, so durchblätterst. Also die sehen außen schon ein bisschen unterschiedlich aus, ne? Genau, die sind sortiert nach Enneagramm. Mhm.
Und die neun verschiedene Tore haben eben neun verschiedene Rückseiten auch. Mhm. Aber das ist im Prinzip egal. Also. Jetzt gucken wir mal, was das ist. Myrrhe, Fruchtbarkeit und Reinheit. Mhm. Ja. Und magst du noch eine weitere oder mhm. war das die einzige? Nee, ich ziehe noch eine. Ich mische noch mal ein bisschen. Ja, Fruchtbarkeit steht ja jetzt bei mir dann nicht mehr für Fruchtbarkeit des Leibes, sondern eher der Seele, ne? Weil ja, Fruchtbarkeit. Ich habe mich ja unterhalten dafür, darüber, dass dein Weg eigentlich immer der ist, dass du genau das sagst, was du meinst und was du denkst und dass du da ganz ehrlich bist und dass da heraus ja auch ja, eine Schöpfung entsteht und diese Fruchtbarkeit ist da, glaube ich. Genau. Und die Reinheit eigentlich von deinem Ausdruck und die Reinheit von deiner Seelequalität ist das, was jetzt hier sich nochmal bestätigt. Hm. Und mich wundert es nicht, dass du genau die Karte gezogen hast. Hm. Das ist, glaube ich, eine Aufforderung, den Weg so weiterzugehen. Ja. In der Art, wie du das bisher gemacht hast. Schauen wir mal. Diese. Was haben wir denn hier? Vetiva. Sich annehmen und lieben. Mhm. Auch wichtig. Auch sehr wichtig. Ja, eine meiner Lieblingskammer. Ja. Okay, also zwei Düfte, zwei Steine, aber mhm. mach noch einen. Ich nehme noch eine dazu. So. Was haben wir denn jetzt hier? Die Tonka-Bohne. Zurück zum Urvertrauen. Ja. ja, das gibt irgendwie keine Zufälle. Ne? Ja. Also das ist ja auch die Empfehlung, die ich heute schon gegeben habe. Und gerade die Räuchersache, finde ich, die sind jetzt Bestätigung für das, was wir heute schon ausgearbeitet haben. Und freut mich eigentlich echt, dass sie so rauskommt. So intuitiv. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe ja wirklich nicht gesehen, was auf der Rückseite hier irgendwie steht oder für ein Bild ist oder so, gar nicht. Ich habe jetzt wirklich rein intuitiv ausgewählt. Ja, das war übrigens beim letzten Mal auch so. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Da haben wir es auch so gemacht, denn es war super stimmig und es war aber völlig andere Karte. Genau. Ja. So, dann machen wir jetzt weiter mit der Umsetzung. So, ich habe jetzt hier von meinem schönen Regal, das zeige ich euch auch gleich noch, den Vanadinit auf Baryt. Rausgeholt, den habe ich aus Deutschland mitgebracht. Da ist hier nochmal die Beschreibung auch drauf, das lese ich euch gleich noch vor. Vanadinit auf Baryt, annehmen, unterscheiden und verdauen. Das glitzernde Wesen des Vanadinits auf Baryt ist heiter, strahlend und schön, wie funkelnde Sterne. Seine kühlende, harmonisierende Kraft öffnet Räume in der Tiefe. Vor allem hilft es dir bei der Verarbeitung von fremden Eindrücken und vergangenen Erlebnissen. Dabei kannst du mit seiner Hilfe unterscheiden, trennen und verdauen, was dich beschäftigt. So fällt es dir leicht loszulassen, wo es nötig ist, und du wirst dabei locker und ausgeglichen. Also wenn das nicht der passendste Stein aller Zeiten für dein Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Und das hat deine Intuition dir gesagt. Mhm. Es gibt ja auch immer eine Affirmation noch dazu. Ich nähre mich mit dem Guten, kläre meine Dinge und lasse den Ballast der Welt los. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Ja, also ich denke mal, du hast von den 72 Steinen aus meinem Buch den passendsten gefunden. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, so funktioniert das immer. Mhm. Wie gesagt, mich nervt das manchmal, weil ich das so schön logisch aufgebaut habe, dass die Intuition eigentlich die Logik schlägt. Aber ja, und es sind viele Steine hier, vielleicht können wir das ja gerade mal zeigen hier, ne? Ja, natürlich freue ich mich da auch drüber. Das ist die große Auswahl hier von Stefan. Ja. Also unser Buch Steinwesen Medizinrat hat 72 Steine und man kann ohne Vorkenntnisse schnell und sicher den richtigen Heilstein finden. So wie ihr es jetzt gerade erlebt habt, die Carola hat im Prinzip nicht so viele Vorkenntnisse, denke ich mal, mit Steine. Nee.
und hat trotzdem den passendsten Stein gefunden, den man sich für ihr Anliegen nur ausdenken kann. Ja, jetzt habe ich es auch hier die Tüte aufgefummelt und kommt noch mal ein bisschen näher ans Licht hier. Es wird jetzt langsam ein bisschen dunkel. Da könnt ihr das auch sehen, wie das hier wirklich glitzert. Sieht man das? Ja, kann man sehr gut sehen. Ja. Super. Also das sind diese funkelnden Sterne, von denen da gesprochen wird. Mhm. Lass mich mal anfassen kurz, wie es sich anfühlt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Mhm. Man muss Steine eigentlich nicht anfassen. Jetzt kommt nämlich der Trick. Da muss ich das nochmal ein bisschen zurück dich stellen, dass du die Trommel ganz ziehst. Wir machen hier die Kamera, die Doktorin zur Kamerafrau. Also wir machen alles selbst hier zu zweit. Gärtner, aber meine, das ist nicht weit entfernt. Gell? Ja. So, ich lege jetzt ein Medizinrad aus Steine. Das mag vielleicht für manche einen erstmal seltsam vorkommen, aber tatsächlich, wenn du das mal miterlebst, wirst du erkennen und fühlen, dass der ganze Raum sich mit der Kraft von diesem Stein füllt. Und man braucht eigentlich nicht wirklich viele und auch nicht große Steine. Im Prinzip reichen 17 kleine Steine, das sind 16 im Kreis. Ich mache also erst die vier Himmelsrichtungen. Dann lege ich immer drei noch dazwischen. Und ich fühle jetzt auch hier schon, dass die Energie im Raum sich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob das im Video rüberkommt. Manche können das auch in einem Video spüren. Manche sagen auch, naja, was soll man da schon spüren? Das dürft ihr selber auch so machen, wie ihr wollt und so denken, wie ihr wollt. Hier im Raum fühlt es eigentlich jeder, dass sich da was bewegt. Ja, ist eine sehr schöne Energie hier im Raum. So, und den schönsten Stein, den kriegst du dann gleich in die Hand. Ich lege den jetzt mal in die Mitte oben auf die Trommel. Ja. Und der mittlere Stein, der macht immer ganz viel. Das ist so der Schöpfungsimpuls in dem Ganzen und das Zentrum von allem. Genau. So, und der zweite Stein, den lege ich jetzt gleich dazu. Das ist einer, der dich auch ein bisschen von außen schützt. Da haben wir jetzt hier den Kupfer Spannung abfließen lassen und durchströmt werden. Das kühle Wesen des Kupfers ist schnell und direkt. Seine ableitende Eigenschaft hilft dir, Verspannungen, Anhaftungen und überflüssige Energie loszulassen. Wie ein Blitzableiter verbindet er dich mit der Erde und Spannungen in dir werden einfach entladen. So können deine Gedanken und dein Geist entspannen. Du erfährst eine tiefe Reinigung, bist erfrischt und frei von jeglichem Druck. Auch der Stein ist extrem passend für das, was du gewünscht hast. Die Affirmation dazu, ich bin befreit und entspannt. Jetzt. Jetzt, das ist schön. Fühlt sich jetzt schon sehr gut an. So. Und den mache ich außer, weil der auch als zweites gezogen wurde. Lege ich es direkt an den anderen Stein, so als fast würde die sich küssen. Lege ich die außen dran. Als Kreis. Manchmal wird es auch ein Ei, das macht nichts. Schon schön, wenn es ein sauberer Kreis wird, aber das wirkt auch, wenn es mal ein bisschen komisch ist, das Ganze. Ja, das Ei steht ja auch für Geborgenheit und so für Ursprung und, ja, und Schöpfung. Frage, ja. Wie sagt man auf dem jeweiligen Dialekt ein Ei? Also bei uns im Schwäbischen heißt oi oi. Oi oi. Bei den Bayern heißt ohr ohr. Und ihr dürft selber überlegen, wie es bei euch heißt. Ja. So, und auch den zweiten Stein lege ich in die Mitte auf die Trommel. Und beide kriegst du dann, wenn du dann unter die Trommel gehst, in die Hand. So, ist ja gar nicht so einfach, immer die Filmerei. Jetzt haben wir ein Stativ aufgebaut, damit man beide drauf passen. So, also, du hast ja drei Karten gezogen, liebe Carola. Und das erste war Myrrhe.
das zweite Vetiver und das dritte Tonkabohne. Und daraus ergibt sich jetzt eine heilende Geschichte aus diesen Kurzsätzen, also auch mit den Steinen dazu. Aber jetzt lese ich euch mal die heilende Geschichte nur mit den Düften vor. Mit Fruchtbarkeit und Reinheit kannst du dich annehmen und lieben und zurück zum Urvertrauen finden. Und das macht natürlich ganz viel Sinn, wenn du ganz deinen reinen Weg gehst, dann kannst du auch in den Spiegel gucken, würde ich vielleicht sagen, wenn du morgens aufstehst und kannst dich annehmen und lieben. Und so findest du auch zu dem Urvertrauen, das du brauchst, um dein Werk auch fortzuführen und deine Aufgabe zu erfüllen. Und um glücklich zu sein. Genau, ganz wichtig. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt, das eine ist das zu hören, das bewirkt ja auch schon ein bisschen was, aber das andere ist es, das auch wirklich dann zu fühlen, wenn die Düfte diese Energie in den Raum bringen. Ja, das olfaktorische System ist ja sowieso was ganz Archaisches, ne? Also was ganz tiefe Bereiche in unserem Gehirn auch anspricht. Wie fühlt sich das an? Warm und weich und rein und wohltuend. Und kannst du sagen, dass es dich an einer bestimmten Stelle im Körper besonders anspricht? Zum Beispiel, dass so der Atem freier wird oder dass es dich erdet? Was passiert ganz genau? Es macht mich einfach ruhig. Also es ist einfach ein schöner Duft, der mich ruhig macht und der mir Gelassenheit gibt gerade. Was ja dein Wunsch war. Genau. Guck mal, so einfach geht es manchmal. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer warmen, schönen Höhle gefangen. So. Also nicht gefangen, sondern gefangen ist schlecht ausgedrückt. Ja, geborgen. Geborgen, ja. Ich mache mal wieder die Augen zu, dann bin ich ein bisschen mehr noch dabei. Bin ich so abgelenkt. Wie fühlt sich das denn an? Tja. Ich fühle mich gerade aufgehoben, also nicht mehr so abgeschieden von der Welt irgendwie oder so allein, sondern aufgehoben irgendwo. Verbunden, ja. Ich fühle auch, dass mehr Ruhe da ist bei dir. Also das strahlt auch nach außen schon. Ganz anders. Das ist einfach wohltuend und erholsam und so das Gefühl, man muss nicht immer zu kämpfen. Ja, man darf sich auch mal fallen lassen. Ja, das wird gleich noch verstärkt, das Gefühl, wenn du dann unter der Trommel bist, das kennst du ja auch ja. schon.
Da freue ich mich schon drauf. Komplett da freue ich mich schon drauf, ja. So, und jetzt kommt einer meiner Lieblingsdüfte. Super lecker. Das ist die Tonkabohne. Die Tonkabohne, genau. Es dauert immer kurz einen Moment, bis es dann so erhitzt ist. Es ist recht ergiebig, wenn es mal anfängt. Deswegen mache ich nicht ganz so viel drauf. So. Den fühle ich schon mit der Feder. Macht ganz anderes Federgefühl. Wie in dem Studium war. Das ist jetzt insgesamt so ein bisschen süßlicher und aromatischer. Erinnert mich so ein bisschen fast an Weihnachten. Gut, dass gerade Weihnachten ist. Ja, wir haben Wintersonnenwende heute. Ne? Ist ja auch noch ein besonderer Tag, wo wir jetzt diese Session hier machen. Und ja, so ein bisschen aromatisch halt irgendwie. So schön. Hat ein bisschen was mit Genießen auch zu tun hier. Ja, macht auch wieder viel Geborgenheit und viel Ruhe. Wunderbar. Ja, dann darfst du dich jetzt gleich unter die Trommel legen und dann kannst du dich voll und ganz fallen lassen. Wunderbar. Darf ich mir noch so ein Kissen nehmen? Jetzt gibt es nochmal Düfte. Banner. Du kannst sogar einschlafen, das wäre hilfreich, weil so Traumbildebene, so wenn man gerade einschläft, dann kommen da so die Träume und in die Ebene darfst du dann reingehen. Und wenn irgendwann das Trommeln dann vorbei ist, dann bleib ruhig noch ein bisschen liegen, nimm den Moment auch ganz wahr und alle Bilder und alle Eindrücke, die du während dem Trommeln erlebt hast, die nimmst du dann mit in dein Wachbewusstsein. Und erst wenn das ganz abgeschlossen ist, dann machst du die Augen auf und kannst dann auch mal sprechen. Aber bis dahin genießt den Moment und lass dir alle Zeit, die du brauchst. So machen wir das. Ich freue mich schon.
Oh je. Tja, man hat das Gefühl, dass man gar nicht mehr aus dieser wohligen Wärme zurück will in die Wirklichkeit. So. So ein schönes, geborgenes Gefühl. Das ist die Wirklichkeit. Ja, ja, das ist schon klar. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie in so einer großen, warmen Höhle mit ganz vielen Menschen, die irgendwie um mich herum waren und die, also dieses Trommeln, das hat mich in so eine, ja, so eine geborgene Stimmung versetzt, also als ob jemand trommelt, damit ich wieder gesund werde, also wie so ein, als ob ich so ein kleines Kind bin, was da liegt und die ganze Gemeinschaft will, dass ich gesund werde. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, so. Ja, so ist es ja auch. Mhm. Hast du noch andere Bilder gehabt? Ja, ich habe noch Bilder von meinen Kindern gehabt. Besonders von dem mittleren Sohn, von dem Johannes, der ja Schlagzeuger ist. Und ich habe gedacht, ja, er muss das unbedingt mal kennenlernen, dieses Mataroam Healing. Und vielleicht hat er auch einen Bezug dazu oder eine, kann das nachfühlen oder kann auch das erlernen irgendwie. Weil der hat eben ganz, ganz, ganz viel Musik und Rhythmus in seinem Blut. Und der ist so ein begnadeter Schlagzeuger. Und vielleicht kann er das wirklich auch mal einsetzen, um Menschen zu berühren und zu heilen, also nicht nur zu unterhalten. Ne? Das hatte ich ganz, ganz viel. Also auch, dass meine anderen Kinder das natürlich kennenlernen. Aber bei dem Johannes hatte ich irgendwie so das Gefühl, der müsste das irgendwie lernen. Weil der auch eigentlich so ein sehr intuitiver und emotionaler Mensch ist. Der kann das nicht so ausdrücken und rauslassen, aber das ist so. Und kannst du schon beschreiben, wie du dich jetzt fühlst im Vergleich zu vor dem Trommeln? Hat sich da was verändert? Auf alle Fälle sehr, sehr gelöst. Ja. Erholt. Ruhig. Gelöst. Ja, und ich habe noch das Gefühl, dass es so irgendwie in mir drin immer noch arbeitet. Also auch dieser Nachklang, das Trommeln so. Ja, lass dir jetzt ruhig Zeit. Und bleib so lange liegen, wie du möchtest. Mhm. Und fühl alles, was da noch vibriert im Körper, noch ganz bewusst nach. Und erinnere dich nochmal an alle Bilder, die wichtig waren, die du gesehen hast. So, liebe Carola, vorher, nachher, ist die Welt noch die gleiche, oder? Hat sich was verändert? Die Welt draußen ist wahrscheinlich noch die gleiche, aber in mir hat sich wieder ein bisschen was verändert. Und ja, ich danke dir erstmal für deine Energie, die du da reingegeben hast und für das schöne Trommeln, was mich wirklich sehr berührt hat wieder. Und ich hatte mehrere Phasen so zwischendurch. Einmal bin ich fast eingeschlafen und dann war ich aber wieder hellwach, gerade als es dann so intensiver wurde. Und wie gesagt, ich habe mich so geborgen gefühlt, wie in einer großen, warmen Höhle mit vielen Menschen, die um mich herum sind und trommeln und tanzen und für die Heilung irgendwie da sind. Und ja, sowas ganz archetypisches, Geborgenes, das habe ich so empfunden die ganze Zeit und habe viel an meine eigenen Kinder denken müssen auch. Sehr schönes Gefühl. Und wie hast du das empfunden mit den Steinen und den Düften, dass sie so passend sind? Und ja, wie hast du das erlebt, als ich die dann tatsächlich in den Raum gebracht habe?
Ja, das hat das alles irgendwie so rund gemacht. Also ohne die Steine und ohne die Düfte wäre es wahrscheinlich auch gar nicht so angenehm und so rund gewesen und so berührend insgesamt. Also das berührt dann ja alles auf unterschiedlichen Ebenen und man merkt so richtig, wie das dann eine runde Heilenergie wird. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Also es passt halt alles. Ne? Also jetzt hätte nur noch die Höhle gefehlt, sozusagen. Dass wir es in der Höhle gemacht hätten. Ne? Ist doch da. Ja. Ich konnte mich fallen lassen und konnte das genießen und habe viele Bilder gehabt, habe auch immer noch mal die Bilder gehabt, dass die Politiker eigentlich sich alle mal unter so eine Masadoram legen sollten und betrommelt werden sollten und dass sie dann vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen würden und auch viel friedlicher und friedvoller mit sich und mit ihrer Umwelt und mit den Menschen umgehen würden und nicht so bösartig werden, ne? Denke ich schon, dass das ganz viel Frieden in die Welt bringen kann. Ne? Ja, da gibt es ein schönes Lied von Fantuzzi. Mhm. It's all love or calling for love. Mhm. Also es ist alles Liebe oder der Wunsch oder der Ruf nach Liebe. Mhm. Und so, denke ich, geht es denen ja auch. Die wünschen sich auch nur geliebt zu sein. Und die sind am meisten von sich abgespalten. Mhm. Und sowas würde auch da helfen. Aber letztendlich, der, wo den Ruf hat, der wird dazu finden, der wird jemand finden, der für ihn trommelt. Oder wir haben ja auch die Ausbildung, wo man das lernen kann, wo es dann eine Woche lang ganz intensiv immer die Beschäftigung mit all den Dingen, mit den Steinen, mit den Pflanzen, mit dem Trommeln, mit den 5 biologischen Naturgesetzen, mit verschiedenen schamanischen Techniken, indianisches Wissen. Und wenn man sich da intensiv damit beschäftigt, das ist dann schon auch ein kleiner Reset oder ein großer Reset für manche Leben. Das hat schon manchem das Leben gerettet und bei manchem das Leben komplett gewendet zu einem besseren. Und die Möglichkeiten sind ja da. Auf jeden Fall. Das ist auf alle Fälle ein ganz großer Schritt zurück zur Natur und zu naturgegebenen Gesetzen, die wir eigentlich alle mehr befolgen sollten. Und dann können wir auch uns und die Welt und die Erde retten, also wenn wir das befolgen. Und ich denke, dafür stehe ich ja auch, für so eine naturgegebene Medizin, die sich am Menschen und an den Pflanzen und Tieren irgendwo orientiert und nichts ausklammert und die nicht irgendwie schädigend ist. Ne? Also das ist etwas, was nur positiv wirkt und nur wohltuend ist. Und ich denke, das sollten wir machen. Das sollte alles keine Nebenwirkungen haben irgendwo. Ne? Also alles, was irgendwelche Nebenwirkungen hat, unangenehme, das müssen wir schon ablehnen eigentlich. Ne? Und wenn uns das verkauft wird als irgendwas Gutes, dann ist das eigentlich, kann nichts Gutes sein. Ja, wenn wir solche Nebenwirkungen oder Side-Effects da irgendwie tolerieren sollen, ne? Das kann eigentlich nicht sein. Und man merkt wirklich, wie das jetzt wirklich etwas rundum Wohltuendes war, was auch definitiv keine negativen Wirkungen hat. Und das ist schön. Und dafür stehe ich auch. Und ich finde das gut, dass es solche Menschen wie dich gibt und Menschen, die da wirklich dafür stehen, dass wir uns und die Erde auch wieder heilen können. Ich glaube, gerade ein Ball gegen den Flug. Auf und draußen, ja. Passiert. Ja, ein Abschlusssatz noch dazu. Ich habe mal gehört, dass ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich fand den Satz sehr treffend. Wir werden irgendwann mal eine Zeit erleben, wo wir zurückdenken und mit Erschrecken auf die Zeit schauen, wo Menschen aufgeschnitten oder gespritzt wurden, um zu heilen. Mhm. Das wird irgendwann mal vollkommen absurd sein. Mhm. Und die ersten Schritte sind gemacht. Auf jeden Fall. Zeit. Ja, und dieses ganze Wissen unserer Ahnen, das sollten wir auch auf alle Fälle bewahren und lernen. Und es hat mich jetzt einfach so ganz, ganz weit zurückgeführt. Ich habe mich wirklich gefühlt wie, was weiß ich, vor 200, 300, 400, 500 Jahren oder so. Oder noch weiter zurück. Und man merkt wirklich, wie im Prinzip die eigene Genetik dann auch vielleicht positiv beeinflusst wird. Die eigene DNA, ne? Also auch durch solche Sachen. Also alles, was wir so als negativen Sachen aufgenommen haben, wie das auf einmal wieder von einem abfällt und wie das heilen kann und sich in eine richtige Richtung wieder entwickelt. Also das Gefühl hatte ich auf alle Fälle. Ja, dafür bin ich ja auch zu den Indianern gegangen, weil die noch
einen Kontakt haben zu ihrer ursprünglichen Ahnenreihe. Ja. Bei uns in Mitteleuropa und Germanien, da wurde da ziemlich viel dran rumgeschnitten und viel in Vergessenheit gedrückt sozusagen. Und die Indianer, die haben eine ganz, ganz ähnliche Kultur wie unsere Urkultur. Mhm. Die ist oft identisch. Und vielleicht war das sogar mal alles eine Kultur, ein Kulturraum. Und dort habe ich ganz viel gefunden. Was ich dann wiederum auch bei uns gefunden habe, das ist eigentlich alles gar nicht so fern. Zum Beispiel die Maibaumfeste sind die Sonnentänze. Mhm. Und ja, auch die Lieder waren bei uns. Und eben auch die Heilung mit Klang, die Heilung mit Steine, die Heilung mit Kräutern, mit Düfte. Das hat es alles bei uns gegeben. Die grüne Neune zum Beispiel sind neun Kräuter, die man gesammelt hat, um damit über den Winter auch zu kommen. Und auch da wurde viel geräuchert. Wacholder wurde viel geräuchert zum Beispiel. Und das sind alles dieselben Ursprünge. Und deswegen habe ich bei Indianern gelernt und ja, das Wissen auch wieder hierher transportiert. In diesem Sinne, das ist Carola, sehr verdienstvoll, was du machst, wirklich. Ja. Möge es zu deinem Wohle sein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aho.